Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Let's Play The Golf Club. Und wir machen weiter mit dem Back 9 auf dem Kurs Castaway. Ja, Castaway wahrscheinlich, weil hier alles voller Inselgrüns ist. Hier gehen die Bahnen sogar hier, da auf der waren wir schon. Da spielt man hier einmal so drüber, über die andere. Ja, und dann wollen wir mal zusehen. Die Scorekarte ist bisher bunt von Birdie, von Eagle glaube ich sogar bis... Ne, Eagle haben wir glaube ich noch nicht, aber von Birdie bis Triple Bogey ist alles dabei gewesen. Ja, schöner Abschlag. Und wenn ich mich nicht täusche, ich weiß nicht, was diese Pfähle sind, ob das einfach Entfernungsangaben sind. Ich denke mal, ne? Könnte auch Longest Drive sein. So, auf geht's. Langer Schlag bis ins Grün. Aber der sieht gut aus. Oh ja. Super Schlag. Wenn er noch ein bisschen rollt ans Loch, dann haben wir hier eine sehr gute Birdie-Chance. Ja, wunderbar. So, den jetzt noch lochen und dann ist alles gut. Ah, der geht schon sehr früh links weg. Okay, schade. Da hätten wir noch ein bisschen mehr Break einrechnen müssen. Gut, so passt es. Müsste auf dem Fairway landen. Sieht gut aus. Jawohl. Sehr schön. Gut. Ja, was haben wir jetzt noch? Bis ins Grün. Bis zum Grün. 214 Yards. Das ist natürlich... Oh Gott. Und dann als Inselgrün. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Also, das ist echt übel. Ich weiß nicht. Also, ist schon ein bisschen Risiko bei, ne? Wir haben ein bisschen Gegenwind. Ja, Schlag war okay. Ja, sieht gut aus. Boah, da hätten wir echt nicht weniger nehmen dürfen, von der Länge her. Das hätte sonst Platsch gemacht. Also, nächste Chance, hier vielleicht einen Birdie zu spielen. Ah, der bricht auch wieder. Also, wir planen hier immer ein bisschen zu wenig Break ein, statt zu viel. Deswegen denken wir dran, beim nächsten Mal machen wir ein bisschen mehr Break. Ja, wir spielen hier auch wie Super Lobster, wer auch immer das ist. So, aber hätten wir jetzt das Triple Bogey nicht gespielt, dann wäre es natürlich ein bisschen besser von der Score, vom Score her. So, wieder ein langer Schlag hier runter, also 207 Gegenwind, aber es ist ein bisschen weiter unten, nein, lieber nicht. Denn soll der lieber ein bisschen übers Grün rüberrollen, also nicht durchrollen bis hinten rein, sondern so ein bisschen rüber bis an die Kante, anstatt dass er zu kurz bleibt. So, da ist mein Kater gerade wach geworden. So, leg dich mal wieder hin hier. So. Der liegt hier immer auf der Lehne. So. Gucken wir mal. Lob Wedge sollte normalerweise reichen. Gerade so. Oh. Ein S. Hätten wir das S genommen, dann wäre es wohl... Das Birdie gewesen. So ist es noch ein paar, aber das ist auch bei 502 Yards als Par 4 ist das auch völlig in Ordnung, ein Paar. Gut, weiter geht's. 299 Yards. Können wir den dann noch ein bisschen kürzer machen? Ja, können wir. Attacke hier. Und sieht auch sehr gut aus. Landet hier auf dem letzten Stück genau in der Mitte, so soll es doch sein. Jetzt haben wir nämlich einen schönen kurzen Weg an die Fahne, 74 Yards nur. Ja, da haben wir jetzt wieder, wenn wir den hier als Pitch, haben wir auch 75.
Na gut, dann können wir auch gleich. Wobei, nehmen wir das lieber als Pitch-Variante. Gefällt mir mal ein bisschen besser. Dann bleibt er, glaube ich, eher liegen. Aber so einen großen Unterschied wird es nicht geben. Ja, also es gibt auf jeden Fall einen Birdie-Putt. Und der sitzt, oder? Jawohl. Also, perfekt. Das nächste Birdie. Super. Schönes Ding. Und damit geht's auf 3 unter. Das läuft doch gerade ganz gut. Sehr stabil. 155 Yards. Es geht bergab. Können wir auch 145, ja. Wobei es gibt leichten Gegenwind. Dann lieber so. Mit dem 7er Eisen über einen Baum rüber. Der sollte nicht im Spiel drin sein. So, natürlich deutlich hinter der Fahne, weil es halt so weit bergab ging. Upp, Entschuldigung. Habe ich das dem Mikro mal eben eine verpasst? So. Na, da geht es ein bisschen nach rechts weg. Dann lieber ein bisschen rechts. So ein Doppelbreak, unangenehm. Ah, der war ein bisschen doll, meine Herren. Und der rollt und rollt und rollt und hält nicht an. Oh, da müssen wir jetzt doch mal ordentlich ums Paar kämpfen. Na, geh rein. Ah, schade. Das wäre eine gute Rettung gewesen. So ist es leider unser nächstes Bogey. Ich glaube, das zweite aber erst. Wir können ja gerade mal schauen. Ja, das zweite Bogey erst und wir haben ja halt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Birdies haben wir auf den ersten 9 schon gespielt. Jetzt auf den zweiten 9. Ja, da fehlt es auch ein bisschen an den Putts. Sind auch nicht so viele Par 5s bisher gewesen. Oh, ich hoffe, der ist nicht zu weit. Ah, wobei, nein, der rollt da noch ein bisschen runter, aber nicht bis in den Bunker. Also, schöner Abschlag. Und jetzt wieder ein relativ kurzer Weg bis an den Flaggenstock. 72 Yards. Leichter Gegenwind. Kann man, glaube ich, gut draufhalten. Aber wie gesagt, ich würde lieber wieder das P nehmen und dann als Pitch schlagen. So ein halber Schwung. Ja. Ja. Da ist drum ein Schwan im Hintergrund. Schwierig. Es geht auch bergauf. Hätten wir mal den gerade genommen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der komplett gerade bleibt. Was soll's? Sicheres Paar, Tap-in. Und damit bleiben wir auf minus 2 und sind bisher der Beste auf diesem Kurs. Aber da werden wir auch mal raufschauen, wie es dann aussieht, wenn wir bei manchen Kursen richtig gut waren. Aber richtig gut ist derzeit noch ein bisschen was anderes. Also da ist schon noch ein bisschen Luft drin. Ja, da müsste aber nach links dann rübergehen. Jawohl. So, das ist mal ein paar 5. Ah, und der zweite Schlag jetzt aufs Grün wird lustig werden. 260 Yards, es geht bergab. Leichter Rückenwind. Ach komm, müssen wir nutzen, ne? Guter Schlag. An der Umsetzung lag es nicht. Und der müsste auch. Ja, das passt. Oh, guck mal, ein Albatros, oder? Nein! Oh, das war jetzt. Ah, das wäre fast ein Albatros geworden. Schade. Schade, schade, schade. Aber gut, trotzdem schöner Schlag. So, gute Eagle-Chance. Na, und jetzt müssen wir noch ums Birdie kämpfen. Mist. Der war doch ein bisschen doll. Sonst wäre der vielleicht sogar noch reingegangen. Serious. Naja. Schade.
Naja, leider nur das Paar. Und wir hatten fast einen Albatros erzielt. Naja, was soll's. So, 145 Yards Rückenwind. Da können wir lieber, können wir schon fast einen weniger nehmen. Oh, der ist ein bisschen gesliced. Oh, das wird knapp. Boah, Glück gehabt. Da haben wir richtig Glück gehabt. Gut, hätten wir den jetzt gerade gespielt, dann würde er jetzt wahrscheinlich perfekt liegen, aber weil da ein leichter Slice drin war. Hat der leider an Distanz auch... Oh Gott, was war das für ein schlechter Putt? Da habe ich mich ja jetzt total verschätzt mit der Stärke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war jetzt wirklich schwach. Bisschen unkonzentriert. Der war jetzt, glaube ich, wieder zu doll. Hm. Ja, herrlich. Super gemacht. Ganz toll. So, der muss jetzt sitzen. Ansonsten gibt es auch Haue. So, leider noch ein Bogey. Damit sind wir wieder bei... Nee, bei minus 1. Na, immerhin. Das ist ja auch mal interessant. Kann man da nicht mit einem Driver? Ach komm. Risiko. Gegenwind. Dann passt das doch. Oh Gott. Nein, passt. So weit rollt er denn doch nicht mehr. Ja, super Abschlag. Super. 136 Yards. Geht bergab. Leichter Seitenwind. Wird wahrscheinlich ein bisschen weiter sein, als die Fahne ist. Oh, geht sogar. Ja, war doch astrein. Hätte meinetwegen sogar noch ein bisschen rollen zum Loch rollen können, aber gut. So, nein. Ich habe da keinen Break gesehen. Puh. Ja, der Super Lobster hat es dann am Ende noch so ein bisschen versemmelt. Mit einer 81er. Ja, guck, und der andere da ist auch nicht so toll unterwegs. Dann passt's doch, ne? Minus 1. Solider Start. Ja, bei der nächsten Bahn haben wir nur ein paar 70. Das wird, denke ich mal, ein bisschen schwerer werden. Da werden wir auch versuchen, unter Paar zu bleiben. Und ich sag danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Sehr gerne einen Daumen hoch.